gar nichts gemacht. Wenn mein Lehrer mir irgendeine Frage stellt. Diese ASMR-Kanäle werden immer verrückter. Der Bruder lässt einfach Champions League-Hymne auf Hochzeit laufen. Wir wollten nur in den neuen Film Smile in Mannheim. Und das ging mittendrin ab. Yo Bro, mach mal Seiten auf unsichtbar bitte. Wenn zwei beste Freunde ein Referat halten. Also, lach ich! Bruder, chill, chill, schlechte Not. Tut mir leid, meine Lehrerin, hat ein bisschen schlecht. Ist da auch schlecht aufgestanden? Bruder, chill. Guck, vertrau mir. Warum Zigaretten schädlich? Bruder, schweige, das Reden, Gold ist Silber. Halt deine Fresse. Meine Lehrerin, gucken Sie mal. Zigaretten sind schädlich. Hier zwei Eier, zwei Lungen. Dann kommt Rauch hier rein. Full, hier auch. Und dann platzt die Lunge. Dann bist du tot. Ich habe ab jetzt Vertrauensprobleme im Endstadium. Was ist denn mit Jesus los? Check, check. Das ist das letzte Blind Date, was der Bruder gemacht hat. 3, 2, You like what you see, huh? Wenn der Neue immer auf Arbeit ausgenutzt wird. So Leute, ich hab wieder lecker Kaffee gemacht. Kommt alle ran, nehmt euch was ihr braucht. Mach ich mir einen neuen Kaffee. Ist ja halb so wild, ich hab ja Zeit. Ich hab ja sonst nichts Besseres zu tun. Der Bruder nimmt einfach das gesamte Stadion hops. Das ist der Beweis für wahre Freundschaft. Diese Generation ist völlig verloren. Das ist der geilste Club, den ich seit langem gesehen habe. Wenn mich der Lehrer aus dem Nichts aufruft. Das war ein Fehler, dass du mich hier erwähnt hast, denn ich werde dich zerfetzen in jeder deiner Sequenzen. Meinst du, ich bin ein Idiot oder was? Meinst du, ich bin auf den Kopf gefallen? Ich hab ganz vergessen, dass der Filter noch an ist. Wenn man eine gute Ausrede braucht, um den Unterricht zu verlassen. Hallo? I'll be on my way. Jedes Mal, wenn ein Tropfen Wasser aufs Handy kommt.
Wenn dein Freund fragt, bist du online? BOV, du schläfst im gleichen Hotelzimmer mit deinem Vater. Ah! Ah! Wo kann ich diese Taschenlampe kaufen? Der Bruder zeigt uns heute, wie man Mädchen richtig anspricht. Jungs, ich bin gerade Reb und ich spreche jetzt ein Mädchen für euch an. Damit ihr seht, wie man es am besten machen sollte. Sorry, ganz kurze Frage. Ich will dich nicht stören bei deinem Einkauf, aber soll ich dir meine Nummer geben oder jemand anderem doppelt? Instagram Beef versus Real Life. Wie ich fauler sagt das Bett vom Villager Clown. Dude. Oh. Jede PlayStation Party um 3 Uhr nachts. Seit wann ist die Welt fair? Die Welt ist nicht fair. Ich weiß das. Soll nicht fair sein. Die Welt soll nicht fair sein. Wallah, ich spiele das dreckigste Spiel, was es gibt. Kein Problem. Aber wer hat da Bock drauf? Keiner. Nein, warum dreckig spielen? Da musst du doch. Nein. Nur weil einer aus dem Fenster springt, musst du hinterher springen oder was? Nein. Weil der dreckig spielt, muss ich auch dreckig spielen. Sein Computer hat einfach ein Outro. My computer has an outro. Im Knast gibt's einfach geileres Essen als bei mir zu Hause. So, voll day of Knast-Eating. Gleich ist Aufschluss, muss mich ein bisschen beeilen. So, sehr gefährliche Schicht, zumindest teilweise. Brot, Brötchen, Joghurt, Käse. Und was ist das mit dem Essen? Hier ein kleiner Tipp, falls ihr mal verärgert sein solltet. Seid ihr vielleicht sauer auf jemanden? Habt ihr vielleicht negative Emotionen heute? Dann ist das euer Moment. Oh, I'm not angry anymore. Ist mir alles egal. Flick it away. Yes, sehr schön. Wenn du dir eine Katze aus dem Irak kaufst. Was hat Max Probitte mit dieser Pizza gemacht? Ich mach mir erstmal drei Käsepizza im Backofen, immer die Folie aufmachen. Hol jetzt in alle drauf, jetzt ab im Backofen. Jetzt kommt dazu noch ein Sandwich-Käse drauf, nochmal ran. Somit ist die Pizza jetzt fertig. Somit packe ich die jetzt mal auf den Teller. Und ihr lasst mir jetzt auf jeden Fall gleich die Pizza schmecken. Und das war lecker gewesen. Mit dem Sandwich-Käse. Und das andere alles drauf. Lecker, 1A. Die Welt war noch in Ordnung, als wir diese Apps benutzt haben. Ja, aber prende ahí, Jung. Oha, wusstet ihr das? This is a rock and this is water. If you pour water on a rock, nothing happens. But if you pour water on a rock, nothing happens. But if you pour water on a rock, time after time after time, nothing happens. Sie jubeln einfach so, als hätten sie die Champions League gewonnen. Oh! Okay, c'est bon. Der Bruder hat einfach den coolsten Abgang jemals hingelegt. See you guys next time.
Sie wurde einfach in 4K erwischt. POV, du bist Ausländer und lebst bei Eltern. Mein Sohn! Ja! Hä? Mein Sohn! Ja! Bruh. Warum du mir nicht antwortest? Ich hab doch gerade geantwortet. Hab ich gerade geantwortet. Bruh. Komm mit, wir haben Besuch. Na gut, suche die Schuhe da. Hi. Oh, Anna, wie geht's dir? Anna, geht's? Mashallah, oh, guck mal. Ey, Glück mit Chayas und so. Ich hab keine Chayas. Ey, teil mal mit mir ein bisschen, aber sag Taser nicht. Chill mal. Hast du Führerschein? Ich wollte noch machen. 14 hat ich Führerschein gehabt. Wie wann willst du heiraten? Heiraten? Ja, du bist? Es ist 22. In dein Alter, ich war 14. Hä? Willst du heiraten, meine Tochter? Nein, danke schön. Hallo? Kann ich Deutsch sprechen? Hab ich 15 Jahre auf dich gewartet. Nein, danke schön. Jetzt ist die Gehormier. Das ist ganz normal. Ganz leicht, was du sprichst. Wie du sprichst, wie du sprichst. Die nerven mich alle. Hab ich einen Hund zu Hause? Sogar er sieht besser aus. Ich höre euch immer noch. Endlich habe ich meine Ruhe, Alter. Was sucht das Baby auf meinem Bett? Hallo? Tante hat gesagt, ich darf PlayStation spielen. Hast du auch Spiele auf Handy? Der Bray hat nochmal versucht, was rauszuholen. Von allen Zeugnissen bisher ist es... Schlechtes. Mhm. Und du kannst eigentlich... Ja, du kannst eigentlich... Noch besser. Was heißt noch besser? Ich habe schon 5, es wurde mir 4 gesagt bei Kunst. Das sind die Noten, die ich bekommen habe. Das ist aber falsch, ich habe mir 4 gesagt. Ich? Nein, Frau schon. Bespricht das. Die Schwester hat ihn einfach eiskalt gesnatcht. Sorry. Der Moment, wenn die Jungs und ich ein Theater aufführen müssen. Ey, mach noch einmal zurück. Ich kann diesen Dialekt einfach nicht ernst nehmen. Kurze Frage, ist deine Mutter zufällig putzfrau? Was ist das für eine Frage? Weil ich finde dich echt putzig. Du findest mich echt putzig? Ist das ein Kamerascherz oder was? Oder wie ist dein Nein, ich wollte einfach nur. Dein auf die Pappen? Ich wollte einfach nur sagen, dass du putzig bist. Ja, komm, geh weiter. Sprech. Ich geh weiter. Okay, sprech. Die Arme, tut mir einfach so leid. Was passiert da bitte? Dieser Opa ist einfach so ein Ehrenmann. Entschuldigung, können Sie kurz ein Video filmen? Nee, ich kenne mich nicht aus. Nein. Das ist schon gedrückt. Sie müssen nur. Ach so, Bild machen von euch. Nein, ein Video, das ist schon gedrückt. Sie müssen nur halten. Ach so. Ach du. Ach du lieber Gott. Ihr seid aber schön, gell? Aber drücken muss ja, jo. Guck mal die Schauspieler an. Dieses Video ist einfach so gottlos. Ich habe 50 Euro für dich. Nimm die bitte. Warum? Mach damit was Gutes, okay? Mach damit was Gutes. Ciao. Dieser junge Mann ist ein Beispiel dafür, dass die Hoffnung in der Menschheit noch besteht. Wir schauen mal, was er mit den 50 Euro macht. Vielleicht macht er was Gutes, vielleicht auch nicht. Lass es raus. Wieso bist du so schnell, Digga? Guck mal, der rennt da irgendwo hin. Der rennt da irgendwo hin, Alter. Oder wo läuft der hin? Wo läuft der hin, Mann? Jedes Mal, wenn der kleine Bruder Mathe lernt mit seinem Vater. Die neue Frankfurt-Version von Super Mario ist einfach 10 von 10. Ich habe mir diese App geholt, die meinen Schlaf aufzeichnet. Und das ist dabei rausgekommen. Der Arme wollte doch nur telefonieren.
Der Bre hat so Angst, dass er als nächstes dran ist. Ein klassischer Sonntagabend in Duisburg. Gar nicht gemacht.